I am the Jochen, und das ist der Frühsport für Samstag, den 13. April 2024. Schönen guten Morgen. Starten heute mit Handball aus aktuellem Anlass, denn während in der Handball-Bundesliga gestern der Bergische HC schon wieder verloren hat und immer mehr dem Abstieg entgegentaumelt, wollen im DHB-Pokal, im Final Four heute, die vier teilnehmenden Teams ins Endspiel einziehen. Und zwar ist das um 16.10 Uhr der SC Magdeburg gegen die Füchse Berlin. Das ist ein Topspiel natürlich, wenn man sich auch die Bundesliga anguckt. Und um 19 Uhr Flensburg-Handewitt gegen Melsungen, also da haben wir wirklich aber auch schon so die Crème de la Crème beisammen, würde ich mal sagen. Das sind Platz 1, 2, 3 und 5 aus der aktuellen Handball-Bundesliga. Besser geht's kaum. Und die Spiele könnt ihr gucken. Um 16.10 Uhr das erste Halbfinale Magdeburg gegen Berlin live im ersten in der Sportschau. Oder auch auf Nine Sports. Und da gibt es auch das zweite zu sehen, um 19 Uhr dann Flensburg-Handewitt gegen Melsungen. Davor aber kommt das vielleicht wichtigste Handballspiel dieses Wochenendes, nämlich das möglicherweise schon letzte Quali-Spiel der deutschen Handballerinnen für die Olympischen Spiele nach Paris zu kommen. Nämlich um 14.15 Uhr heißt es Deutschland gegen Montenegro. Ausgangslage in der Gruppe ist klar. Deutschland hat das erste Spiel gewonnen. Montenegro auch. Und wenn Deutschland das jetzt gewinnt und dann später am Nachmittag wird Slowenien vermutlich gegen Paraguay gewinnen, dann ist das Ding durch. Dann sind wir schon vorzeitig qualifiziert. Das wäre eine super Sache. Und da würden wir uns alle freuen, wenn die deutschen Damen da mit dabei wären. Auch das gibt es im ersten zu sehen in der Sportschau. Also großer Handballnachmittag. 14 Uhr geht übertragen los. Viertel nach zwei dann das Spiel Deutschland gegen Montenegro. Und dann im Anschluss daran um 16.10 Uhr Magdeburg gegen die Füchse Berlin. Also ein runder Tag. Und ein runder Tag war es auch in der Quali-Gruppe in Spanien für Olympia, denn die ist schon durch nach zwei Spielen. Da haben wir nämlich so eine ähnliche Situation. Da haben die Niederlande und Spanien ihre ersten beiden Spiele jeweils gewonnen. Dementsprechend Argentinien und Tschechien verloren. Und damit sind die Niederlande und Spanien qualifiziert schon vorzeitig für die Olympischen Spiele. Und in der deutschen Gruppe kann das ja auch jetzt, wie gesagt, heute auch schon fürs deutsche Team funktionieren. Wir sind sehr gespannt drauf. Dann haben wir einen ganz großen Fußballtag heute natürlich vor uns. Da gucken wir mal, denn Bayer Leverkusen kann heute deutscher Fußballmeister werden. Wenn, die spielen dort gar nicht, aber wenn Bayern München gegen Köln verliert um 15:30 Uhr und dann der VfB Stuttgart um 18:30 Uhr gegen Frankfurt verliert. Die Kombi muss erstmal eintreffen, aber sie ist nicht unmöglich. Und dann wäre Leverkusen heute Abend auf dem Sofa deutscher Meister. Natürlich wollen die das viel lieber morgen im eigenen Stadion aus eigener Kraft schaffen, aber die Möglichkeit wäre da. Gestern übrigens der Bundesliga Augsburg schon 2-0 gewonnen gegen Union Berlin. Das wollte ich nur schon mal erwähnen an dieser Stelle. Und plötzlich marschiert Augsburg in Richtung Europapokal. Müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. 15:30 Uhr jedenfalls heute, außer Bayern gegen Köln, noch die Spiele Mainz gegen Hoffenheim, Gladbach gegen Dortmund, Leipzig gegen Wolfsburg und Bochum gegen Heidenheim. Fünferkonferenz oder Einzelspiele auf Sky Bundesliga. 18:30 Uhr habe ich schon gesagt, Stuttgart gegen Frankfurt. In der zweiten Liga haben gestern Kaiserslautern verloren in Fürth und Rostock verloren bei Hertha. Und das ist jetzt die Chance für Osnabrück, wirklich, wirklich nochmal realistisch ranzukommen im Kampf um den Klassenerhalt. Spielen allerdings um 13 Uhr in Kiel. Und die wollen ja aufsteigen und sind Zweiter. Ich bin gespannt, was daraus wird aus diesem Spiel. 13 Uhr Kiel gegen Osnabrück. Dazu gibt es noch Paderborn gegen Karlsruhe und Wien Wiesbaden gegen Düsseldorf. Da schwingen auch immer noch mal so Auf- und Abstiegsvibes mit Konferenz oder einzeln auf Sky Bundesliga zu sehen. Und das Topspiel um 20:30 Uhr, dann Schalke 04 im Abstiegskampf gegen die lieben guten Freunde vom 1. FC Nürnberg. Das Ganze gibt es ab 20:30 Uhr auf Sport1 im Free-TV oder natürlich auch wieder bei Sky. In der dritten Liga wird es für Duisburg immer dünner, die Luft unten. Gestern 1:1 gegen Waldhof Mannheim. Das hätten sie eigentlich gewinnen müssen, um nochmal ranzukommen an den Waldhof. Hat nicht sollen sein. Wie groß die Lücke ist, schauen wir dann am Montag, ja, in den Tabellen, wenn die anderen gespielt haben. Und die anderen, das sind heute Nachmittag vor allem zwei. Das ist das absolute Topspiel in der zweiten Liga, nämlich Ulm gegen Münster. In der dritten Liga, sorry. Wer die Tabelle in Erinnerung hat, der weiß, vorne sind vier Teams enteilt, wobei Dresden immer weiter zurückfällt. Die Regensburger und dann haben wir eben Ulm und Münster. Das könnte schon so ein Spiel sein um den direkten Aufstiegsplatz. 14 Uhr, und da wird auch aus allen Rohren übertragen. Im WDR-Fernsehen wird es übertragen, im SWR-Fernsehen wird es übertragen, live jeweils. Es wird auf magentasport.de im Stream gratis übertragen. Es wird auf Magenta Sport Sport übertragen. Also überall könnt ihr dieses Spiel sehen. Es ist das Topspiel des heutigen Nachmittags. Dazu gibt es um 14 Uhr die Konferenz auf Magenta Sport mit noch dabei Dortmunds Zweite gegen Ingolstadt, Ferl gegen Aue, Unterhaching Lübeck
und Viktoria Köln gegen Halle. Aber die Strahlkraft dieses Spiels ist natürlich ungebrochen. Das Topspiel, das nominelle Topspiel um 16:30 Uhr, heißt dann Saarbrücken gegen Sandhausen. Das hat aber diesmal auch Pfiff, weil das sind ja zwei Teams, die auch noch in der Verfolgung sitzen von dieser Spitzenvierergruppe. Und vielleicht wird das Spiel gewinnt, Saarbrücken gegen Sandhausen, kann oben nochmal anklopfen. Müssen wir mal abwarten, was passiert. Dann gibt es heute noch die Frauenbundesliga. Gestern schon ein 1:1 zum Auftakt zwischen Bremen und Leipzig. Heute, sage ich richtig, ne? Stimmt das? Hab das verwechselt? Nee, war Bremen und Leipzig, ne? Genau, ja. Heute gibt es dann folgendes Spiel: um 12 Uhr Freiburg gegen Wolfsburg und um 14 Uhr Leverkusen gegen Frankfurt. Die Frankfurterinnen kämpfen ja um die Champions League-Teilnahme. Da steckt hier so ein bisschen die Spannung vor allem drin. Beides live auf der Zone oder auf Magenta Sport zu sehen. Aus Landsfußball gibt es aus der Premier League um 13:30 Uhr Newcastle gegen Tottenham. Die wollen in die Champions League. Dann um 16 Uhr unter anderem Manchester City gegen Luton Town. Und um 18:30 Uhr dann Bournemouth gegen Manchester United. Liverpool spielt noch nicht heute und Arsenal spielt auch noch nicht. Aber City kann im Titelkampf dann schon mal vorlegen. Wer diese Spiele sehen will, die ich eben genannt habe, auf Sky Premier League Seite dabei. Oder für Manchester City gegen Luton Town genügt euch auch ein RTL Plus Zugang. Da könnt ihr das nämlich auch sehen. Die Ligue 1 heute eher uninteressant. Die Serie A, dank, oh, da sticht was raus. Doch, habt ihr was gefunden hier. FC Turin gegen Juventus Turin. Das Derby in Turin um 18 Uhr live auf der Zone zu sehen. Sonst nicht so die Kracher dabei. Und aus Spanien gibt es auch einen Knaller um 14 Uhr, Atletico Madrid gegen Girona. Das sind zwei Teams, die wir nach dem aktuellen Stand vermutlich nächstes Jahr in der Champions League sehen könnten. Sehr viel Konjunktiv reingebaut. Aber auf jeden Fall ein Topspiel. Und ich glaube, da gibt es einen schönen Fußball zu sehen. 14 Uhr auf der Zone. Es gibt dann auch noch Real Madrid bei Mallorca um 18:30 Uhr und Barcelona in Cadiz um 21 Uhr. Aber das Topspiel des Tages ist Atletico gegen Girona. Aber dann haben wir die Top 4 auch beisammen, ne? Mit Real und Barcelona. Wobei, es stimmt nicht ganz, Bilbao ist ja auch noch mit dabei oben am Mischen, aber die spielen heute nicht. So ist es nun mal. Genau, das war der Fußball vom Tage. Ich hoffe, ihr habt da was dabei gefunden. Und ich glaube, da bei dem Programm, da kann man doch nicht meckern. Da wird jeder was gefunden haben. Das glaube ich schon. Was haben wir noch Schönes? Wir haben Tennis. Da gab es gestern in Monte Carlo die Viertelfinals. Und dementsprechend gibt es heute die beiden Halbfinals im 1000er-Turnier um 13:30 Uhr. Und das ist wirklich die Crème de la Crème unter sich. Los geht's mit Tsitsipas gegen Sinner und dann um 15:30 Uhr Djokovic gegen Ruud. Beide Spiele live zu sehen, natürlich auf Sky Tennis. Und im Billie Jean King Cup läuft die Qualifikation für die Finalwoche. Da gucke ich mal kurz rüber. Es läuft noch die Partie zwischen Sigemund und Haddad Maia. Ja, den gerade erst vor nicht allzu langer Zeit begonnen, so vor einer guten Stunde. Sigemund im Moment im ersten Satz vorne, aber der läuft auch noch. Sobald der Satz noch zu Ende geht, während dieses Videos, sage ich noch Bescheid. Ein paar Minuten gebe ich Ihnen noch. In Monte Carlo allerdings im Doppel sind Kravitz und Pütz ausgeschieden gegen Gilles Wliegen und Zverev mit Melo ist weiter. Also die Maschinen hier wirklich durch. Wir haben jetzt Fritz Röhne rausgeschmissen, spielen heute dann im Halbfinale und vielleicht gibt es auch bei Sky zu sehen. Könnte ich mir vorstellen, dass sie das auch irgendwo mit reinmachen. Habe ich eine Uhrzeit, wann das losgeht? Oder ist das schon terminiert überhaupt? Ich mal spicken, ob ich es irgendwo finde. Nee, ich fürchte, aber da habe ich doch 17 Uhr steht hier jetzt. Und Sky wird das doch sehen. Ja, das geht im Anschluss an die Einzel, glaube ich. Die dürften, ja, so machen die das. Die zeigen die Einzelspiele, die Halbfinals, die ich gerade gesagt habe, und dann im Hintern 17 Uhr, 17:30 Uhr, je nachdem, wird es dann dieses Doppel geben. Milos Zverev spielen übrigens gegen Arevalo und Pavic. Wer Lust hat, das zu gucken, ist da herzlich eingeladen. Und Billie Jean King Cup gibt es das Deutschlandspiel und alle anderen Partien natürlich auch auf dem Tennis-Channel gegen Bezahlung. Das kennt ihr ja, das Spielchen. Ihr könnt ja dann alles sehen, was sich dort tut. Dann bei der Badminton-Europameisterschaft sind die beiden letzten Deutschen leider ausgeschieden. Da hatten wir noch im Doppel zwei Eisen im Feuer. Das waren so die letzten Patronen, die wir noch hatten. Das waren Linda Effler und Isabelle Lohau. Aber die hat es jetzt auch erwischt im Viertelfinale. Also da haben wir jetzt die Badminton-Europameisterschaft ohne deutsche Beteiligung. Aber trotzdem könnt ihr sie gucken ab 14 Uhr im Livestream beim Saarländischen Rundfunk. Das könnt ihr auf sportschau.de euch raussuchen und dann die Verlinkung nehmen. Wenn jemand wirklich um 14 Uhr das jetzt gucken möchte, ich wage die harte Prognose, das guckt niemand, weil einfach das Überangebot an anderen Sachen. Von 14 Uhr läuft hier Preußen Münster gegen in Ulm. Ne? Das habe ich gerade schon so gefeatured und jetzt wird da keiner zum Badminton abbiegen. Ich würde auch das Badminton heute nicht gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Eishockey gab es gestern in der DEL2. Kassel geht in Führung 1:0 gegen Regensburg in der Finalserie. In Augsburg wird gezittert. Das könnte jetzt wirklich den Abstieg geben, wenn Kassel dann hier gewinnt und hochgeht dadurch. Aber 1:0 Serienführung heißt natürlich noch nichts, ist noch keine Entscheidung. Das wissen wir alle.
Eishockey gibt es heute auch zu sehen bei Sky aus der NHL. Da ist nicht mehr viel zu spielen in der Regular Season. Da werden jetzt die Playoffs gerade klar gemacht. Ich glaube, bis nächsten Mittwoch spielen sie noch oder nächsten Donnerstag und dann ist Abrechnung. Heute gibt es um 18:30 Uhr auf Sky die New York Rangers gegen die New York Islanders. Also das Derby aus New York kann man mal gucken im Zweifelsfall. Im Anschluss daran um 22 Uhr die Winnipeg Jets bei den Colorado Avalanche und dann geht das ganze Spielchen auch weiter durch die Nacht hindurch. Könnt ihr weiter gucken, um 1 zum Beispiel die Toronto Maple Leafs empfangen die Detroit Red Wings und dann um 4 gibt es die Edmonton Oilers gegen die Vancouver Canucks. Also die ganze Nacht durch bis morgen früh um 7 ist die NHL für euch im Angebot. Und wer das nutzen möchte, dem sei hier viel Spaß gewünscht. In der Volleyball-Bundesliga startet das Finale der Frauen heute oder die Finalserie der Frauen mit dem ersten Spiel auf Sport 1 live zu sehen. Um 17 Uhr geht's los. Schwerin gegen Stuttgart. Die treffen sich mal wieder und das Ganze eben im Finale um die deutsche Meisterschaft. Guckt bitte dort rein bei Sport 1 im Free TV, wenn ihr das sehen möchtet. Die Formel E fährt in der Nähe von Rom. Ihr heutiges Rennen, ihren E-Prix ab 15 Uhr, den gibt es zu sehen auf Eurosport 2 oder auch im Free TV, jetzt neuerdings auf DF1. Das kennen wir schon, DF1, ja, dieser Eishockey-Sender, ne? Und die zeigen auch Motorsport einiges, unter anderem eben die Formel E und eben dieses Rennen aus Rom könnt ihr dort heute also auch verfolgen ab 3 Uhr. Golf Masters aus Augusta gibt es wieder auf Sky Golf zu sehen und zwar um 15:45 beginnt die Early Coverage und dann um 21 Uhr das Hauptprogramm. Guck mal, ob ich da einen aktuellen Stand kriege. Die spielen nämlich auch gerade noch. Ich will nur mal kurz spicken, ob ich da was... Genau, Bryson DeChambeau liegt immer noch vorne, aber nicht mehr alleine. Der teilt sich inzwischen den Führungsplatz... Ja, das ist blöd, weil die noch nicht durch sind. Scheffler ist momentan gleich auf mit ihm, aber hat noch 4 Löcher zu spielen. Das könnte natürlich noch nach oben oder nach unten bei ihm gehen. Schwer zu schätzen. Bringt eigentlich jetzt nichts. Homer... auch noch mit dabei. Der ist auch schon fertig. Okay, also die sind jetzt gleich auf, immerhin. Also Max Homer aus den USA und Bryson DeChambeau mit jeweils 138. Scheffler momentan auch gleich auf, aber wie gesagt, noch nicht fertig gespielt. Højgaard auf der 4. Naja, müssen wir mal abwarten. Also das ist, ich werde euch dann nächste Woche den Endstand mitteilen, falls es überhaupt irgendjemand hier interessiert, das Golfmasters. Aber es ist halt das wichtigste Golfturnier, deswegen dachte ich mir, nehmen wir es hier mal mit rein. So, jetzt muss ich schon langsam anfangen zu suchen, ob ich noch was finde, was ich euch bisher vorenthalten habe. Ich glaube aber, wir sind soweit durch. Ich gucke wie immer drüber und murmel vor mich hin. Ihr kennt das. Tennis haben wir, Handball haben wir, Badminton hatten wir besprochen, Fußball sowieso ausführlich. Das ist noch Eishockey, da hatten wir auch drüber geredet. Tennis hatten wir besprochen, Belgian King Cup. Basketball-Bundesliga, da bleibe ich gerade hängen. Da gibt es noch was, seht ihr mal. Irgendwas findet sich immer noch. 18:30 Uhr Braunschweig gegen Crailsheim und Chemnitz gegen Tübingen. Und um 20 Uhr Ludwigsburg-Heidelberg und Vechta gegen Oldenburg. Wer Lust hat, das zu sehen, ist bei allen Spielen auf DeinSports gut bedient. Da könnt ihr das Ganze verfolgen. So, Handball hatten wir auch, Volleyball hatten wir, Golf habe ich gedroppt, Formel E ebenfalls. Ich glaube, dann sind wir soweit durch. Nö, jetzt sehe ich auch hier nichts mehr. Das war das Basketball, was noch offenbar passiert. Gut, na Mensch, da haben wir noch einen schnuggeligen Sporttag. Vielleicht noch zur Einordnung, wenn jemand jetzt sagt, jetzt habe ich ja gar nicht durchgeblickt, was der Mann da alles erzählt hat. Ich gebe euch was an die Hand, wie ihr euch da durchhangeln könnt. Es geht im Grunde um 13 Uhr los mit der zweiten Liga, Kiel-Osnabrück. Davor ist nichts Großartiges. Dann müsst ihr um 14 Uhr umswitchen auf Ulm gegen Münster aus der dritten Liga. Dazu auch dann die Handball-Olympia-Quali, nicht vergessen. Deutschland gegen Montenegro, die läuft dann nämlich da auch. Dann um 15:30 natürlich die Bundesliga, ist klar. Turiner Derby, wer Lust hat, das zu gucken, ab 18 Uhr. Oder natürlich auch auf die Bundesliga weiterhin setzen und dann bei Stuttgart und Frankfurt reinschauen und dann am Abend Schalke gegen Nürnberg. Das ist so, glaube ich, der rote Faden. Aber dazwischen ist ja noch DHB-Halbfinale, Pokal-Halbfinale. Also ich habe es ja alles vorgelesen gerade. Aber ihr merkt schon, es wird ein schwieriger Tag, wenn man da wirklich alles einmobbelt. Und ich habe jetzt wirklich schon einiges vergessen. Sucht euch was Nettes raus. Mich würde es freuen, wenn ihr was findet. Und wenn ihr morgen so ein bisschen am Suchen seid in eurem YouTube und stoßt wieder auf diesen Kanal, den ihr übrigens auch am besten abonniert, denn dann braucht ihr gar nicht so lange zu suchen, bis ihr drauf stoßt. Da würde ich mich auch sehr freuen. Wir haben 2 neue Abonnenten übrigens, oder Abonnentin. Grüße und schön, dass ihr dabei seid. Also wenn ihr diesen Kanal hier dann morgen vielleicht findet, würde ich mich freuen, weil morgen gibt es ein neues Video an dieser Stelle. Dann über den Sport vom Sonntag und da gibt es auch wieder einiges. Vielleicht ja noch eine spannende Handball-Olympia-Quali, letzter Teil, aber es gibt auch wieder interessante Fußballspiele und. Ihr seid dabei und ich bin es auf jeden Fall auch. Bis morgen, schönen Samstag euch und tschüss.